Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Meerschweinchen Gaudi. Es ist das erste Video im neuen Jahr 2021 und heute zeige ich euch, wie man diese coolen Handwärmer selber machen könnt. Wie das geht, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Dieses Video wird wieder ein Stoffreste-Recycling-Video. Für den Handwärmer braucht ihr Baumwollstoffreste, eine Zickzackschere, einen Trickmarker oder Schneidekreide, Stecknadeln, Füllung. In meinem Fall nehme ich hier Linsen, aber es gibt auch andere Füllungen, die man nehmen kann, die zeige ich euch gleich. Und eine Schablone sowie eine Nähmaschine. Und allenfalls noch einen Trichter zum Befüllen vom Handwärmer. So, nun legen wir los mit unserem Handwärmer. Ich habe mir jetzt die Vorlage geschnappt und den Baumwollstoff doppellagig genommen. Wichtig, die schöne Seite zeigt zu uns, also nach oben. Ich platziere jetzt den Handwärmer, achte dabei, dass ich hier noch ungefähr 1 cm Platz ringsum habe, oben auf der Seite. Und nehme meinen Markierstift und fahre mal der Kante entlang nach. So, nun erkennt man ein bisschen die Vorlage da entlang. Jetzt nehmen wir unsere Stecknadeln und stecken das Ganze fest. In der Mitte. Und als nächstes, wir nähen jetzt mit der Nähmaschine einmal der Kanten entlang, die wir angezeichnet haben und lassen oben eine kleine Öffnung offen. So, wie gesagt, jetzt wird der ganze Handwärmer zusammengenäht und oben lasse ich eine kleine Öffnung, wo man dann später den Handwärmer befüllen tut. Ich verwende hierfür einen Geradstich, recht schmal, weil ich will ja nicht, dass die Linsen zwischen den Nähten rauskommen können. So, jetzt habe ich hier einfach einmal rundherum genäht und hier oben eine Öffnung offen gelassen. Jetzt kommt der nächste Schritt und hierfür brauchen wir unsere Zickzackschere. Jetzt schneiden wir in einem Abstand von circa einem halben Zentimeter einmal der Naht entlang den Handwärmer aus. So, nun geht es auch schon weiter mit dem Befüllen von unserem Handwärmer. Wie gesagt, ich verwende hier die Linsenfüllung. Am besten eignet sich einen Trichter zum Befüllen. Falls ihr keinen habt, könnt ihr aus einer alten Zeitung oder ein Stück Papier euch einen Trichter formen. So schnell ist der Handwärmer befüllt. Ich achte darauf, dass ich den Handwärmer circa zu einem Drittel befülle, weil dann, wenn es sich verteilt, ist es angenehm in der Hand, nicht zu dick und auch nicht zu fest. Und ja, der letzte Schritt, den wir machen müssen, ist einfach hier oben noch die offene Kante zuzunähen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. So schnell habt ihr einen wunderschönen Handwärmer selber genäht. Ideal für sich selber im Winter oder zum Verschenken. Der Handwärmer könnt ihr in der Mikrowelle erhitzen mit ca. 30-40 Sekunden und stellt ein Glas Wasser ein befülltes Glas Wasser mit in die Mikrowelle wegen der Feuchtigkeit, dass es nicht austrocknet. Und ja, eben je nachdem, wie warm ihr es haben möchtet, müsst ihr einfach schauen, wie lange ihr es in der Mikrowelle drin lasst. Aber bitte nicht zu lange, sonst habt ihr dann gekochte Linsen, respektive dann
gekochten Reis oder was auch immer ihr als Füllung verwenden tut. Man kann die auch in den Backofen legen für ein paar Minuten, wirklich auch immer unter Beobachtung und schauen nicht, dass das abfackelt oder so. Und ihr habt einen super schönen praktischen Handwärmer. Und als kleiner Tipp, dies gilt, kann man nicht nur als Handwärmer verwenden, sondern beispielsweise, wenn man eine Verspannung hat in der Schulter oftmals oder sonst irgend so verspannt ist, kann man das auch schön aufwärmen und auf die verspannte Stelle drauflegen. So können sich die Muskulatur wieder entspannen und relaxen. Und falls ihr doch Hunger habt auf Linsen, könnt ihr es einfach aufschneiden und ihr kocht euch diese Linsen dann. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo da, ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video mit Meerschweinchen Gaudi. Tschüss!